Vorfahrt Landeskriminalamt Berlin. Die zu schützende Fracht, ein bundesweit bekannter Psychologe, Autor und Extremismusexperte Ahmad Mansur. Hass und Hetze kennt der israelische Palästinenser seit Jahren. Doch was der Familienvater seit 2 Wochen an Drohungen in den sozialen Medien erlebt, toppt alles. Ich hoffe, du und deine ganze Familie stirbt, du verdammter gottloser Hurensohn. Hoffentlich sehe ich dich mal, dann schneide ich dir deinen Hurensohnkopf ab, du Hurensohn-Bastard. Das bedeutet Angst haben. Ich bin viel gewohnt, aber diese Heftigkeit der letzten 2 Wochen macht mir schon Angst, weil es nicht nur um mich geht. Es geht um meine Familie, es geht um meine Frau, es geht um mein Kind. Und das ist eine Verantwortung, die ich natürlich nicht so einfach heldenhaft Trampo-mäßig irgendwie betreiben kann. Sondern ich muss natürlich nachdenken und ich muss dafür sorgen, dass sie auch sicher sind. Ob in der Maske oder während der Talksendung gestern Abend im RBB, auf Ahmad Mansur sind derzeit die Augen mehrerer Personenschützer gerichtet. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Doch Mansur will auch künftig nicht schweigen, die Dinge sagen, die er für richtig hält. Warum bedroht man mich? Weil man will, dass ich stumm geschaltet werde, dass ich nicht rede. Und mein Umgang damit ist, noch lauter zu sein und noch die Öffentlichkeit zu suchen und noch darüber zu sprechen. Wie gesagt, Haltung zeigen. Auch sie will weiter Haltung zeigen, Seyran Atesh. Ihr liberales Moscheeprojekt mit weiblichen Vorbeterinnen musste kürzlich schließen. Es gab Anschlagsdrohungen durch radikale Islamisten. Atesh verurteilte zuletzt den Terrorangriff der Hamas auf Israel klar und missverständlich und erntet einen Sturm von Hass, Hetze, Anfeindungen. Sie schicken uns Nachrichten, wie man müsste uns enthaupten und ein Exempel statuieren. Ähnliche Drohungen kenne ich ja aus den letzten Jahren. Aber es nimmt zu, so dass ich einfach erschöpft und müde bin und kaum noch diese Nachrichten lese. Seyran Atesh weiß seit Jahren, wie es sich anfühlt, wenn Personenschützer immer an ihrer Seite stehen. Es schränke ihr Leben ein, sagt sie. Und doch weiß sie sehr zu schätzen, dass sie Schutz bekommt. Es gibt mir die große Freiheit, zu sprechen und zu denken, was ich will. Und deshalb sehe ich das nicht mehr als Einschränkung, sondern ich bin dankbar jeden Tag dafür, dass wir in einem System leben, in dem es Personenschutz gibt für Menschen wie mich. Und ich bete jeden Tag für die Personenschützer. Und ich bin dankbar, dass dieser Staat mich beschützt. Auch Ahmad Mansur findet sein Leben mit ständigen Begleitern anstrengend, sagt er. Doch es mache ihn auch frei, weiterhin sagen zu können, was er denkt. Der Demokratieforscher Professor Wolfgang Merkel kennt das Phänomen zur Genüge, auch und leider auch als Betroffener aus anderer Perspektive, wahrscheinlich nicht durch Islamisten, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal schönen guten Abend, ich grüße Sie. Schönen guten Abend. Wie trennen wir das denn oder ist es nicht zu trennen? Wir haben auf der einen Seite den radikalen Islam, der nichts gelten lassen will, außer sich selbst und über allem steht. Und auf der anderen Seite eine Perspektive, die keine andere Perspektive, keine Argumente nicht hasserfüllt unkommentiert stehen lassen kann, bis hin zu körperlichen Schäden und Androhungen von Mord. Wie verorten Sie das? Naja, man muss es verorten in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Das ist das eine. Aber hier haben wir doch was ganz Besonderes gehört, dass ein mörderischer Hass auf alle, die aus dem, vor allen Dingen dem eigenen Lager, der eigenen Ethnie oder Kultur kommen, aber nicht den terroristischen Judenhass teilen und für Freiheit einstehen. Und es ist bewundernswert, was wir gehört haben von Frau Atesh und Herrn Mansur. Also es ist noch eine mörderische Komponente geradezu dazugekommen, die sich bisher erst nur noch in Worten aus. Wir sagen leichtfertig, naja, die sozialen Medien. Und tatsächlich findet es natürlich dort leicht und zunächst erstmal auch lange ungestraft statt, dass man sich dort im wahrsten Sinne des Wortes ausmehren und den Hass projizieren und auch mehr oder weniger vermehren kann. Ist das der Nährboden? Nein, das ist zu wenig. Ich würde sagen, das sind Treiber.
Das sind deshalb Treiber, weil sie anders als die analogen Medien keine Verantwortlichkeiten, keine Kontrollen kennen, auf der Jagd sind nach Followers und man ist dann auf dieser Jagd erfolgreich, wenn man besonders radikal auftritt, weil man dann in der eigenen Blase sehr viel Zustimmung bekommt. Und das ist das Treiben. Aber grundsätzlich haben wir in unserer Gesellschaft eine Verrohung der Diskurse schon etwas länger. Wir haben es spätestens seit 2016 und der großen Flüchtlings- und Immigrationswelle oder Migrationswelle. Wir haben es wieder in der Corona-Debatte gesehen, wieder bei den Waffenlieferungen in den Ukraine-Krieg. Wir haben es an den Rändern sogar in der Klimapolitik, wie wir vorhin auch in der Landesschau gesehen haben. Also es gibt einen allgemeinen Trend und dieser andere Trend, der setzt auf von radikalen Palästinensern, aber er ist doch noch mal ein Stück mörderisch. Werden denn die Menschen, die unter diesem grausamen und für sie nicht erkennbaren Mangel an Mitgefühl leiden, werden das immer mehr oder werden die einfach immer lauter? Beides. Also sie werden mehr, das wissen wir. Sie gehen auch auf die Straße. Sie äußern sich in sozialen Medien. Sie tun sich zusammen. Dagegen ist zunächst nichts einzuwenden, wenn man nicht die Freiheit der anderen eingrenzt und schon gar nicht bedroht. Dafür haben wir aber das Strafrecht und das Strafrecht sollte schärfer angewendet werden. Sie haben den für mich sehr originellen Gedanken geäußert, dass die Menschen nicht politikverdrossen sind, sondern im Gegenteil sich sehr für Details interessieren, aber nicht in, sagen wir mal, aufgeklärter, humanistischer Weise darauf reagieren, sondern mit im Grunde genommen Vernichtungsverlangen der anderen Juxtaposition gegenüber. Wie kommt das? Na, ich würde sagen, wir haben beides. Wir haben zum einen tatsächlich eben nicht die klassische Politikverdrossenheit. Das ist ein Sprachbaustein, den schleppen wir schon so lange mit. Wir haben eine neue Politisierung. Und die Politisierung ist aber nicht nur sozusagen in Bürgerräten oder Demokratiedemonstrationen, sondern sie ist auch an den gefährlichen Rändern angekommen. Also wir haben beides. Eine Politisierung, die positiv für die Demokratie ist und eine, die der Demokratie abträglich ist, weil die Öffentlichkeit geradezu demontiert. Trägt unsere Demokratie das auf Dauer? Unsere Demokratie ist institutionell und auch in dem Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger so stark verankert, dass ich nicht an einen Kollaps glaube. Aber wir erleben Erosionen. Wir erleben Qualitätsverfall zum Teil in der öffentlichen Sphäre. Und das ist nicht ungefährlich. Wir sind nicht mehr in der Situation wie vor 20 Jahren. Und ich würde sagen, Wachsamkeit ist etwas, was gerade die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich achten müssen und ausüben müssen. Und Sie haben gesagt Haltung, das haben wir am Anfang schon gehört. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren für die ersten Auskünfte zu diesem komplexen Thema.